Wir raten dringend davon ab, das folgende Video zu schauen. Das Video kann auf manche Zuschauer verstörend wirken. Wir sehen es als Entertainment und es ist mit Humor zu betrachten. Wir haben euch gewarnt. Oh, wir sind... Ich bin ja, Knochen von Mysterious. Du bist Knochen von Mysterious. Fettgolem mit. Fettgolem von Mysterious. Und wir reagieren jetzt auf... Abenteuer Outdoor Urbex. Ich muss immer gucken, wie er heißt, weil ich es immer vergesse. Gut, los geht's rein. Rein in die Maria. Also man muss gleich von Anfang an sagen... Halt, stopp! Es ist mein Haushalt. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. So Freunde, wir sind im Gebäude. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Wie verwirrt er auch gerade aussah. Komm. Komm. Schlaf nicht. Hoffen wir mal, dass die Nacht ruhig bleibt. Ich sage euch schon mal. Gute Nacht. Okay, Freunde, wir haben ein ganz gewaltiges Problem. Soll ich mal leiser machen? Was seid ihr? Soll ich mal leiser machen? Ja, mal leiser. Bist du gerade reingekommen? Was? Warum hat er eigentlich zwei Köpfe? Ja, wie heißt die normalen zwei Köpfe haben? Du meinst, die mehrere Köpfe haben, das Hydra? Nee, diese Behinderung, wenn du zwei Köpfe hast, aber jeder hat so ein Gehirn. Kennst du nicht? Zyklop, nein, ich weiß es nicht. Da haben doch zwei eigige Zwillinge. Nein, wie heißt das? Vielleicht. Was hat er denn jetzt gesagt? Hast du das verstanden? Nee. Okay, Freunde. Wir haben ein ganz gewaltiges Problem. Wir haben Katze gemeldet. Hier ist einer reingekommen. Hier ist einer reingekommen. Schleicht hier unter uns. Schleicht hier unter uns rum. Unter uns rum. Keine Ahnung, was das hier noch geben wird. Aha. Ding ist ja auch, das ist ja auch noch inszeniert oder so, ne? Also das nehme ich niemals ab, dass das echt ist. Naja, also ich hätte jetzt abgenommen, dass da vielleicht wer kommt oder so, aber nicht, der ist hier unter uns und so und er hängt da mit seinem roten Licht. Klar, Rotlicht sieht man nicht so gut, ist mir klar, aber ich meine, wenn der direkt unter denen ist, der wird ja nicht auf 30 Meter Höhe so irgendwie sein und dann... Gut. Okay, weiter. Und wenn, dann würde man das ja auch hören. Obwohl die Soundqualität nicht gut ist. Und, ne, mal davon ab, ich würde auch nicht so lachen wie die, so. Wenn wirklich da wer wäre, du weißt ja niemals, wer das ist. Ja. So, das ist ja Quatsch. Ja, jetzt löst du auf, dass es irgendwer ist von euch und dann ist gut. Zieht er das jetzt noch 10 Minuten so durch? Wenn das noch Fehlanzeige ist, dann okay, dann hören wir uns mal. Wie, wenn es Fehlanzeige ist? Ich dachte, da ist auf jeden Fall wer. Jetzt sagt er, wenn es Fehlanzeige ist. Ja, ja. Mein Gott, Alter. Finde ich geil, dass er genau auf warum? Leon und Taco macht jetzt so. Warum zwingst du mich denn jetzt? Ich finde das sehr unterhaltsam, weil er zwei Köpfe hat. Der einzige YouTuber, den ich kenne. Aber der Kopf ist auf einmal auf der anderen Seite. Ja klar, das geht das so. Das ist ja voll der Trick. Ja. Wo ist denn der Leute, Kopf jetzt? Ja, der ist doch wieder im T-Shirt drin. Den kann er nach hinten wegklappen. Ja. Oh Mann, Alter. Ja, war eigentlich eine ruhige Nacht. Trotzdem hast du wenig Schlaf bekommen. Bruder Dirk an dieser Stelle, warum böse Onkels-Tattoo? Einfach nur eine Frage, warum? Er hat doch auch Freiwill-Tattoo, oder nicht? Bruder, warum Freiwill-Tattoo? Einfach nur eine Frage, warum alle guten Bands vereint an deinem Körper dieses... Aber er sagt noch so, ja, war eigentlich eine ruhige Nacht und so, aber eben gerade noch voll so... Wie sie es aber auch nicht mal auflösen, dass das ihr Kumpel war, so finde ich so affig. Essensaufzug. Jetzt geht's wieder los. Fenster, Tür, Essensaufzug, Bällebad, Swimmingpool. Siehst du jetzt wieder? Bam, wird nur aufgezählt. Die Küche. Küche? Küche. Küche, diese. Hier stinkt so dermaßen. Weil da noch Eier drin sind. Alter, richtig viel. Gar kein Bock, Alter. Dirk, ein Zehner, wenn ein Ei ist davon. Eine Schüssel, 1 Euro. Reiten die da rum da hinten? Halt die Schnauze da hinten! Ja, hier ist die ehemalige. Dirk, da musst du mal ein bisschen Zucht und Ordnung reinbringen, das Ding da hinten, Alter. Die schreit da hinten rum im Video, ist da nicht normal, ey. Dann mutiere ich zum Frauenliebhaber. Okay. Ja. Ich merke schon, ich werde hier mit Bällen beschossen. Hilfe. Hilfe. Boah, das kriegst du wieder. Ja, nachher gut was. Ja, stimmt.
Ist er eigentlich Mitläufer oder macht er auch Video? Ich glaube, er geht immer noch mit, ne? Er macht Fotos auch ein bisschen. Instagram, ne? Ja. Aber sonst geht er nur mit, ne? Mitläufer. Muss ja auch nicht jeder immer Videos machen. So nö, ist ja auch so, aber ich wollte es einfach nur wissen, weil sonst könnten wir auf sein Video auch mal reagieren. Ja. Ach so, ja, die Geschichte fällt mir gerade ein. Wir waren ja gestern hier gucken wegen... Erzähl diese Geschichte. Ja, hier soll sich ja noch irgendwo der Pool befinden. Ich vermute mal... Irgendwo da hinten. Ich habe manchmal das Gefühl, er will gar keine Videos machen. Er redet manchmal so wie ich früher, wenn ich ein Referat gehalten habe in der Schule. Er hat keinen Bock, ne? Und ich muss das machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass quasi dieser Metal-Fan da, dieser mit den langen Haaren, dieses versaute Stiefkind, der Name kommt ja nicht von ungefähr. Ich vermute, dass der Dirk manchmal zum Sex zwingt und der sagt immer, ich will, dass du Videos für mich produzierst. Und der muss das die ganze Zeit machen, sonst kommt zum Akt. Ich glaube ja. Ich glaube, wir müssen mal den OnlyFans-Account von Versorte Stiefchen suchen und gucken, was da für Handlungen an Dirk vorgenommen wurden an dieser Stelle. Aber vielleicht stimmt das ja auch nicht und das ist alles wieder nur Spaß. Also ich hätte schon vor 5 Minuten ausgemacht. Nee. Wacken! Oder umkleiden. Was lacht er sich so tot? Was ist schon wieder los? Auch schon wieder voll die Dingsmusik so. Als ob da gleich alles explodiert. Ja, rasten voll aus gleich wieder so. Die Transformers kommen rein. Oh, jetzt gleich los. Ich will, dass du jetzt nicht reinschneidest. Das ist Optimum Prime. Babe, die Optimum Prime, doch. Mir fällt's ein. Alter, hast du dir auf die Hose gekotzt, du Ekelhafter? Was ist das? Ich hab gekocht. Ja, aber mit Kotze. Nee, erzähl mal. Warte. Mann, wie heißt er denn? Wenn du es gleich sagst, dann sag ich, ach ja. Ich weiß doch selber nicht. Scheint so, ja. Sideswipe. Sideswipe. Das ist einer von Tinder. Der hat immer getindert, Sideswipe immer. Schreib doch mal in Decepticons. Wie heißen die Decepticons? Ich schreib die ESK von vorne ab. Das ist da oben, Decepticon. Ist das dein Handy? Nee, mal. Ich hab sowas nicht. Decepticon! Ja, wollen wir weiter machen eigentlich? Text, oder? Wir sind schon lange ausgeatmet. Okay, los. Ja, wie man sie halt kennt. Diese typischen Schwimmbad-Umkleiden. Ich hab grad gedacht, er ist kurz Dings geworden, kurz Grieche geworden. Warum? Das Lied im Hintergrund. Die typischen Schwimmbad-Umkleiden. Als ob gleich Sirtaki anfängt. Sirtaki, wer kennt ihn nicht, den edlen Sirtaki? Trockenföhn-Dinger. Trockenföhn? Nassföhn kenn ich nicht. Aber übelst trockene Haare, da muss ich mal mit Nassföhn drüber. Wo es hier noch hergeht. Okay, das ist schon mal jemanden. Weißt du, was wir demnächst auch mal bewerten könnten? Doch, Musikauswahl. Auf jeden Fall mal eure Meinung zu der Location. Die Kommentare. Das wird genau so ein Müllhaufen. Ja, das fällt auch. Ja. Und bei Dirk kommentieren ja echt immer nur ein, maximal zwei Leute. Ja, weißt du, was witzig wäre, was wir auch machen könnten? Wir können immer Leute, so voll viele auch immer voll auseinandernehmen, aber dann gehen wir immer in der Reaction auf das Video und schreiben voll den positiven Kommentar, wie geil es ist. Das wäre mega lustig. Und dann zeigen wir die Reaktion auf die Dings im nächsten Video. Oh Mann, Alter. Mit diesem schönen Bild jetzt im Hintergrund. Machen wir jetzt eine Bewertung. Ton und Bild.
Was für Bild? Was hat der da, Ben? Dirk! Kurz verliebt gewesen in dich. Bruder, wie er aussieht. Guck mal hier den Dirk an. Ich kann gar nicht Dirk zeigen, weil ich da rausrutsche. Guck, ist logisch eigentlich, ne? Guck, wie ich mit meinem Pommes-Pika gar nicht zu Dirk komme. Döner. Ist kein Döner. Döner, kein Döner drin gewesen, leider. Voll krass eigentlich, die Bewertung. Das ist halt die mysterious Bewertung. Das ist der Drip, oder? Genau, das war's von The Direction. Tschüss.